So schön kann Thüringen sein. Und weil sich das früh herumsprach, kamen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Urlauber hierher, in den Nordwesten des Freistaates Thüringen, ins Eichsfeld. Der Bürgerverein Worbis e.V. brachte damals nicht nur Broschüren und Informationsblätter heraus, sondern beteiligte sich auch an einem Werbefilm über das Eichsfeld. Von 1961 bis 1989 wurden in Worbis jährlich über 2000 Urlauber privat untergebracht. Das war ein einträglicher Nebenerwerb für die rund 5000 Einwohner zählende Stadt. In den letzten Jahren setzten die Einheimischen eher auf den sanften Tourismus, der regionale und historische Besonderheiten berücksichtigt. Welche sind das? Worbis, der staatlich anerkannte Erholungsort, liegt malerisch vor dem Ohmgebirgsplateau. Das Gebirge bildet die Wasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet der Elbe und der Weser. Hier entspringt auch die Wipper, die später über die Unstrut und die Saale in die Elbe mündet. Wie man sieht, steht Worbis auf wasserreichem Grunde. Die Wipper ist sauber, so dass sich hier zahlreiche Forellen tummeln. Die Worbisser sind die Krängeljäger. Krängel sind Brezeln. Sie wurden von den Bäckermeistern hier nur an einem Tag der Woche gebacken und sollten aufgereiht auf Stangen vor den Läden für die leckeren Waren werben. Die Jugend der Stadt bediente sich und wenn dann der Diebstahl bemerkt wurde, begann die Jagd durch die Gassen. Diese Steinplastik von 1957 vom Bildhauer und Steinmetz August Tasch am Krängeljägerbrunnen erinnert daran. Sein Sohn Hanno Tasch, der einst dafür Modell stand, setzt heute die familiäre Handwerkstradition fort. Auf welche Traditionen geht die Stadt Worbis zurück? Bei Grabungen auf der Hasenburg bei Großbodungen wurden Siedlungsreste aus der Bronzezeit entdeckt. Nach der Schlacht an der Unstrut 531 und dem Untergang des thüringischen Königreiches fand man hier auch Reste einer fränkischen Militärstation aus dem 7. Jahrhundert. Das Eichsfeld wurde fränkisch. Im nächsten Jahrhundert fiel die Gegend dem Erfurter Bistum bzw. dem Erzbistum Mainz zu. Rings um eine mittelalterliche Wasserburg an der Stelle des späteren Kurmainzer Amtshauses bekam die Siedlung an den Quellen der Wipper und der Hale das Marktrecht zugesprochen. In einer Urkunde aus dem Jahre 1162 wird Worbis zum ersten Mal als Wurbeke, das heißt so viel wie Bachwehr, erwähnt. Auf diese Erwähnung gründen sich die zahlreichen Feierlichkeiten zum 850-jährigen Ortsjubiläum übers Jahr 2012. Worbis unterstand vorerst den Grafen von Lahre, deren Burg Lora heute unweit zu besichtigen ist. Die Stadt ging später an den Grafen von Beichlingen und im Anschluss an die Landgrafen von Thüringen über. Diese neue Herrschaft erteilte dem Marktflecken Forenzi-Vorozene zwischen 1238 und 1255 schließlich das Stadtrecht. Schon im Mittelalter hatte die Stadt am Pilgerweg von Lübeck über Nürnberg nach Rom eine sehr günstige Verkehrslage. Das Bürgerschaftssiegel jener Jahre zeigt den Grafen von Beichlingen als geharnischten Ritter zu Pferde. Die Burg wurde 1289 urkundlich genannt. Sie stand an der Nordostecke der Stadt und war mit in die Stadtbefestigung einbezogen. Ein Graben weist heute noch auf die Anlage hin. Wenige Jahre später gründete hier Graf Friedrich V. von Beichlingen ein Zisterzienserinnenkloster, das bald eine immense Bedeutung für die Stadtentwicklung erlangen sollte. Der Orden legte zahlreiche Flure trocken und widmete sich vor allem der Fischzucht vor Ort. Von 1345 bis 1400 teilte sich der Landgraf von Thüringen mit dem Erzstift Mainz in den Besitz der Stadt.
Danach übten letztere die Alleinherrschaft aus. Von 1381 bis 1574 besaßen die Herren von Bülzingslöwen das Amt Harburg-Worbis als Pfand. Im Zuge der Erhebungen unter Thomas Müntzer und Heinrich Pfeiffer, die als Bauernkrieg in die Geschichte eingingen, zerstörten die Aufständischen im Mai 1525 das Kloster, die Worbisser und auch die einige Kilometer entfernte Harburg.